Wir sind im August. Viele hatten Urlaub, haben Urlaub, hoffentlich. Anja ist heute bei uns zu Gast, Anja Kober-Stegemann. Und du bist Biersommeliere. Und direkt die erste Fachfrage an dich. Hast du dieses Jahr schon Urlaub oder hast du noch vor, in Urlaub zu fahren? Ich war schon im Urlaub. 3 wunderschöne Wochen an der Ostsee. An der Ostsee. Genau. Heute bist du mein Gast, heute reden wir mit dir über Bier und du bist eine Biersommeliere. Ich hatte schon ein paar Biersommeliers zu Gast und ich finde immer so ganz spannend, wie man zu diesem Beruf kommt. Wie ist das bei dir passiert? Wie bist du Biersommeliere geworden? Ja, bei mir war es über Umwege. Das heißt, ich war fast 25 Jahre in großen Konzernen unterwegs, hauptsächlich technischer Natur. Und nach einer Zeit hatte ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt was ganz anderes machen. Und ich wollte auch meiner Passion folgen. Ich hatte ein Buch gelesen, da stand das drin, dass man, wenn man seiner Passion folgt, man ganz hervorragend erfolgreich ist. Und dann dachte ich, na, wenn ich sowieso schon erfolgreich bin in dem, wo ich gar nicht so sehr meine Passion habe, suche ich doch, wo meine Passion ist. Und dann werde ich hochgradig erfolgreich. Ja, und dann, was ja auch passiert ist, du bist im Bitcast gelandet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Eben, hervorragend. Ja. Ne? Und ich darf permanent Bier trinken. Ja, sehr gut. Und das war für mich eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, erstmal zu schauen, wo ist meine Passion? Und dann kam mir halt ein Bier vorbei, was ich noch gar nicht bisher kannte. Also eher so die Craft-Biere, die damals heißt so vor 4, 5 Jahren, schon mehr auf dem Markt waren. Und es hat mich so fasziniert, was alles möglich ist beim Thema Bier, dass ich dann nicht nur anfing, Bier zu trinken, was ich nämlich bis dato nicht getan habe, sondern eben auch Bier zu brauen. Und dadurch, dass ich mit Freunden zusammen eine Biermarke gründen wollte, habe ich halt auch entdeckt, dass es eher meine Bier-Sommelier-Ausbildung gibt, um einfach mehr über das Thema zu erfahren, weil ich wirklich bis dato fast nichts über Bier wusste. Ach so, das ist ja verrückt. Ich dachte jetzt irgendwie so 25 Jahre, natürlich wäre das bei dir überhaupt nicht möglich gewesen, du hättest 10 Jahre Bier-Sommeliere Erfahrung, aber es ist eigentlich gar nicht so alt, diese Idee, Bier-Sommeliere zu sein. Genau, komplett Quereinsteiger. Ja. Aber wie ist das so, wenn man da so ganz frisch, also ich meine, du hast ja dein Berufsleben ja schon, du standst ja mitten mit beiden Beinen in einem anderen Beruf. Wie ist dieser Schritt so gewesen, dann zu sagen, jetzt beschäftige ich mich überhaupt beruflich mal mit Bier? Ja, es ist ja nicht so, dass man plötzlich sagt, so jetzt mache ich nur noch Bier, ne? Sondern ich bin halt so ein Stückchen weit immer Schritt für Schritt nach vorne gegangen und erst diese kleine Brauanlage, die ich mir gekauft habe, fand das total spannend und was man so alles machen konnte. Dann halt eben mehr über Bier zu lesen, dann mehrere Biersorten zu trinken, zu erkennen, was es alles gibt. Dann zu sehen, dass es ja viel mehr gibt als eben nur die Standardsorten. Und das Ganze fand ich total aufregend und spannend, die Reise. Und hab mich beim Biersommelierkurs war ich natürlich schon ein bisschen aufgeregt, wie ich das erste Mal dahin gegangen bin, dachte ich mir so, oh, jetzt die ganzen Experten und ich da als gerade mal anfangender Biertrinker, fast nichts wissend über Bier. Und hab dann festgestellt, dass ich zu dem Zeitpunkt schon viel mehr über Bier wusste, als die meisten Menschen, die da saßen, weil die eigentlich eher aus dem Vertrieb kamen oder Gastronomie. Und zwar Bier ausgeschenkt haben, Bier verkauft haben, aber eigentlich nichts über Bier wussten. Mhm. Und das fand ich total spannend. Und also du kamst eher aus der Genussecke. Ich kam, ja klar, ich war halt quasi der Endkonsument, Genießer und ich wollte halt plötzlich ganz viel über Bier wissen, weil das ja jetzt meine Passion war. Und inwiefern, also du bist ja sogar Diplom-Biersommeliere, inwiefern hat diese Ausbildung damals dein Verhältnis zu Bier verändert? Kannst du noch unschuldig Bier trinken oder musst du jetzt immer über Geschmacksnuancen nachdenken? Nee, definitiv trinke ich Bier anders. Also erstmal trinke ich ja sowieso, habe ich ja vorher wirklich kein Bier getrunken. Also ich habe bis 2016 kein Bier getrunken. Okay, alles klar. Natürlich habe ich in meiner Jugend logischerweise Bier getrunken, aber das war halt eher Wirkungstrinken als Genusstrinken. Mhm. Und deshalb, als ich anfing, bewusst Bier zu trinken, fand ich das total spannend zu entdecken, was es da halt alles drin gibt. Und nee, jetzt kann ich definitiv nicht mehr einfach nur ein Bier nehmen. Also ich rieche da schon immer rein. Also jedes Mal, wenn ich ein Bier aufmache, trinke, ins Glas kippe, dann schaue ich erstmal nach der Farbe, wie sieht's aus, wie riecht es. Ich habe sofort Bilder im Kopf. Das soll auch so sein, das finde ich gut. Also allzu lange machst du das als Biersommeliere ja noch nicht. Aber was eigentlich so meine Lieblingsfrage ist, an Menschen, die sich hauptberuflich mit Bier beschäftigen. Was war denn mal die verrückteste Biersorte, die du probiert hast?
Ich würde die verrückteste Biersorte gleichzeitig paaren mit auch sehr lecker, weil ich habe schon Dinge probiert, wo die wahrscheinlich hochgradig verrückt waren, aber unfassbar unlecker. Und die würde ich auch meinen Kunden nicht anbieten. Aber es gab ein Bier, was ich vor kurzem getrunken habe. Das war ein Salted Rhabarber Vanilla Sour Crumble Bier. Heißt also, da war also Rhabarber drin. Es war Salz drin, Vanille, es war säuerliches, also war ein Sauerbier und hatte ganz zum Schluss noch diese Crumbles, die man eben auch auf so Apfelkuchen drauf macht, das war auch noch drin. Also es war eigentlich als Nachtischbier gedacht. Mit 3,8% kann man es eigentlich komplett durch den Sommer durchtrinken. Was passiert da so im Gaumen? Also da, was kommt zuerst, das Salz oder Vanille oder Rhabarber oder wie löst sich das auf geschmacklich? Also wir haben ja vorne auf der Zunge als erstes die Süße. Da kommt also das Crumble, folgt sofort eben das Salzige. Und Salz und Sauer wiederum hebt sich ja auf. Ne? Also ist ja ein Sauerbier, ne? Das kommt dann als nächstes. Das heißt, man hat eigentlich quasi relativ schnell den gesamten Mund voller Aromen. Und denkt nur, wow, ne? Aber es ist halt wirklich erfrischend, ne? Und spritzig. Und mit, wie gesagt, 3,8% halt auch eine Niedrigalkoholalternative. Kann man sich ganz gut durchtrinken. Also sehr schön. Norwegisches Bier. Ein norwegisches Bier, das habe ich mir schon mal aufgeschrieben. Aber immer Salted, Vanille, Rhabarber. Was ist da noch alles drin? Ich kann mir alles gar nicht merken. Salted, Rhabarber, Vanille, Sour Cream Crumble. Sour Cream Crumble. Das klingt so, wenn man es in Venti bestellen könnte. Okay, das habe ich mir aufgeschrieben. Aber kommen wir erstmal zu den weltlichen Bieren zurück. Ja. Stimmt, die haben wir noch gar nicht angestoßen. Aber ich mache währenddessen einfach auch mal einen Bitburger auf. Ne? Ich hoffe, das stört dich nicht. Damit wir beide auch anstoßen können. Weil was mich auch interessieren würde als Biersommeliere, wie sind denn so deine Einsatzgebiete? Es gibt ja welche, die kommen dann zu Privatveranstaltungen und dann, so wie man das aus der Weinverkostung kennt, machst du das dann halt mit Bier? Oder wo ist so dein Einsatzgebiet als Biersommeliere? Also Schwerpunkt, jetzt natürlich in dieser schwierigen Zeit mache ich hauptsächlich virtuelle Tastings. Mhm. Sehr, sehr viele im Unternehmensbereich, weil viele Teams sich ja einfach auch nicht mehr vor Ort treffen können. Und somit bin ich der Entertaining Part am Ende eines Team-Meetings oder mehrtägigen Team-Meetings oder am Ende von Konferenzen stelle ich dann halt Biere vor. Achso, also das sind Unternehmen, die aus irgendwelchen Branchen kommen, wo sie dann sagen, also Bier ist doch ein schönes Incentive. Genau. Und da wollen wir mal hören, was die Biersommeliere sagt. Genau. Und dann führe ich halt durch eben meistens 4 bis 5 verschiedenen Bierstilen durch, erzähle was über die Biere, erzähle was, aber vor allen Dingen von der Geschichte des Bieres, das finde ich so spannend. Und was schmecke ich eigentlich, was rieche ich, Haptik, Optik, was ist die Historie im Bier? Und es gibt immer was Schönes oder Wissenswertes und auch natürlich Spaßiges im Bierbereich und das finde ich es so spannend und das möchte ich halt vermitteln, dass die Leute richtig Lust bekommen, Bier zu trinken und Bier anders zu trinken. Und wenn dann zum Schluss jemand sagt, boah, ich wusste gar nicht, dass das auch Bier sein kann oder wow, jetzt war ja doch ein Bier für mich dabei, dann habe ich schon mal, sag ich mal, jetzt denke ich, ja, wieder ein Bier. Okay, und fangen wir doch einfach mal ganz locker an mit einem Klassiker, das Bitburger Premium Pils. Mhm. Herzlich willkommen im Bitcast. Mhm, Dankeschön. Die Gläser spielen in dieser Folge auch eine ganz besondere Rolle, aber mach mit uns doch mal eine Verkostung des Bitburger Premium Pils. Da würde ich mich mal interessieren, wie du da arbeitest. Ja, also als erstes werde ich immer die Farbe im Glas, wir haben ja relativ schönes Strohgelb hier, und den Schaum, ne? Wie ist der Schaum beschaffen, wie haftet der Schaum am Glasrand, ist hier feinporig, sieht schön mussierend aus, das ist also der erste Schritt, also mit dem Auge. Dann ist natürlich so, jetzt habe ich hier ein kleines Mini-Maßkrug, sage ich mal, was ist so 0,3er. Mhm. Du hast ja den Bitburger Pokal, genau. Ne? Mit dem sag ich mal, der ähnlich geformt ist, also beide gehen so ganz leicht konisch zu. Das heißt, mein Bierglas ist schon mal viel schwerer als das, was du in der Hand hast. Ne? Mhm. Das heißt, du hältst es ja ganz anders, als ich es tue. Also du hast halt ja schon den edlen Weingriff. Halte ich das korrekt? Oder hält man das eher so mit beiden Händen? Es hört davon ab, so auf den Aggregatzustand kommt das an, wie man das hält, oder? Ja, wahrscheinlich. Oder auch, wie nötig man das Bier braucht. Ja, aber die, nee, du hältst es eigentlich korrekt, ne? Weil du machst das Bier ja dadurch nicht warm, ne? Weil du es unten am
Stiel festhältst. Ne? Und deshalb habe ich ja hier auch einen Henkel an meinem Glas. Ne? Das heißt, hier halte ich halt es fest, dann mache ich das Bier nicht warm durch meine Körpertemperatur. Mhm. Weil so ein Bitburger Pilsner sollte definitiv direkt aus dem Kühlschrank getrunken werden. Ne? Mhm. Das heißt also 6 Grad, optimale Trinktemperatur und dann läuft es schon mal richtig gut runter. Okay, und wann kommt so der Punkt, wo wir nach unserem Anstoßen auch trinken dürfen? Also muss die Biersommeliere da noch irgendwas Feierliches sagen? Oder kommt da, oder ist das dann so, dass du vorkostest und dann sagst, so schmeckt das übrigens, achtet mal drauf? Wie läuft das da? Was ich gerne mache, ist, dass ich den Leuten erst was erzähle zum Bier und zum Bierstil. So dass das Bilder im Kopf kommen. Mhm. Also das halt, Werbung macht ja einfach unfassbar viel mit einem. Das nimmt man ja mit im Kopf. Ne? Deshalb gibt es ja viele Firmen, die einfach viel Geld für Werbung eben ausgeben, um Bilder in den Kopf zu pflanzen. Und das schwingt immer mit, wenn du halt ein bestimmtes Bier trinkst. Wenn man jetzt Biersorten hat, die man nicht kennt oder Marken, die man nicht kennt, muss ich ja Bilder erstmal in den Kopf setzen, damit sie halt das mittrinken. Mhm. Und wenn sie dann halt so ein ganz schräges Bier vielleicht im Glas haben, irgendwie ein Chocolate Stout oder sowas, was man vielleicht noch nie vorher in dieser Art getrunken hat, muss man es so ein bisschen vorbereiten, sonst kommt da so vor Hälfte der Leute so, was ist das denn hier? Das kann ich nicht trinken. Deshalb, ich sage aber nicht, wie es schmeckt, ne? Sondern ich sage nur, wie man schmeckt. Und in diesem Falle haben wir jetzt ja uns die Farbe angeschaut, den Schaum angeschaut. Man sieht halt, dass es leicht prickelt, ne? Die CO2-Bläschen nach oben steigen. Und jetzt riecht man als nächstes rein. Okay. Das ist genauso wie beim Wein. Man riecht rein, schaut halt, was riecht man, was für ein Aromen kommen einem schon entgegen. Und dann nimmt man eigentlich auch den ersten Schluck. Ne? Den ersten Schluck sollte man schon mal ganz bewusst nehmen und einmal durch den Mund durchlaufen lassen und runterschlucken. Also ich bin immer der Meinung, jedes Bier bedarf 2 bis 3 Schlucke, damit man fair ist zum Bier. Ne? Mhm. Weil dann nach dem zweiten Schluck kann man sich nochmal Gedanken machen. Dann erzähle ich dir gleich, wenn du nach dem ersten Schluck, was du dann halt als nächstes noch machen kannst. Ich könnte danach auch irgendwas Qualifiziertes sagen, wenn du möchtest. Du könntest es dann bewerten. Warte, achte, das kommt was ganz Tolles. Ne? Ah, lecker. Sehr gut. Schon mal ziemlich gut. Habe schon mal Glück gehabt, dass dir das Bier schmeckt. Ja, es schmeckt sehr gut. Ist ja ein Klassiker. Ne? Da kommen auch Geschmackserinnerungen hoch. Ne? Ja. Also wie viele Feste hat man erlebt, die man mit Bitburger Premium-Pilz verbindet? Ist ja klar. Und die Art und Weise, wie man jetzt reinschmeckt, ist halt, das Schöne ist, jetzt lernst du was über deine Anatomie. Du hast 2 Nasen. Die erste Nase ist die du halt reinhalten kannst ins Bierglas und riechst. Ne? Das ist also das Orthonasale. Da kannst du schon verschiedene Aromen halt wahrnehmen. Jetzt sind hier im Pilsner, finde ich, gar nicht so viele Aromen sofort präsent. Ne? Also ein bisschen würzig, ein bisschen Heu, finde ich. Ganz leicht strohig, eine gewisse Herbe vielleicht, ne? Die man hier rein rausriechen kann. Und wenn man dann trinkt und es im Mund hat und runterschluckt, dann nochmal ausatmen. Und dann kriegst du das Retronasale, also was eben durch die Nase zurückgeht. Mhm. Also idealerweise nicht das Bier, nur das Geruch. Mhm. Muss ich jetzt sauber machen. Gib mir Mühe, du weißt, dass ich ein Mann bin, da muss man immer aufpassen, wie viele Sachen man gleichzeitig fordert. Also ich versuche das jetzt mal. Okay. Ich habe es hingekriegt. Ja. Und also, kam da noch was neuer Geschmack hinzu? Lecker, doppelt lecker. Doppelt lecker, tatsächlich. Und ich meine, so eine reine, das könnte auch völlig unqualifiziert sein, aber ich traue mich jetzt einfach mal, so eine leichte rauchige Nuance. Mhm. Oder könnte das ein Zeichen dafür sein, dass mit mir irgendwas nicht stimmt? Ich weiß nicht. Nein, um Gottes Willen. Also jeder hat eine, hat ja sein eigenes Empfinden. Und die Kunst eigentlich bei Sommeliers ist, bei jedem Sommelier im Endeffekt ist das richtig zu benennen, dass wir in der gleichen Sprache sprechen. Was für dich vielleicht rauchig ist, ist für mich strohig. Mhm. Ne? Weil hast du früher immer mit Stroh angekokelt und deshalb ist das... Woher weißt du das? Das ist verrückt. Das ist, als wenn wir uns schon ewig kennen, ja. und dadurch hast du halt natürlich bestimmte Erinnerungen
an diesen Geruch, ne? Und dieser Geruchssinn ist für uns eins der stärksten Elemente, an die wir uns halt erinnern können. Und das kann ja durchaus sein. Jetzt musst du natürlich deine Kindheit mal durchforsten. Ja, ich würde sagen, strohig ist besser. Ja. Angeguckt ist so. Okay. Also das heißt, wir machen jetzt noch einen dritten Schluck und dann haben wir es eigentlich abgerundet, oder? Die drei Chancen hatte das Premium-Pilz jetzt. Mhm. Ich bin natürlich nicht überrascht. Es schmeckt nach wie vor gut. Und das ist jetzt so eine kleine Einführung gewesen, wie so in etwa eine Bierverkostung bei dir läuft. Aber du hast ja auch einen besonderen Fokus, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Hat mit den Gläsern zu tun. Mhm. Jetzt siehst du aber, also du wolltest noch was sagen, ne? Ich bin dir ins Wort gefallen, ja. Ich wollte eigentlich schon mal den Schwenk zum Glas machen, ja. Weil wir haben jetzt ja zwei unterschiedliche Gläser. Jetzt sind die, du hast eben die, sag ich mal, die typische Bitburger Pokal gehabt. Der ist aber leichter als das, was eben ich in der Hand hatte. Und das alleine macht's auch schon. Ne? Also das Gewicht als solches macht auch schon etwas aus, wie, in welche Stimmungslage bin ich eigentlich. Ne? Also wenn ich jetzt direkt reinstürme irgendwo und ich brauche dringend ein Bier, ne? Dann würde ich immer empfehlen, halt lieber etwas Schwereres zu nehmen, weil wenn du anfängst, mit so einem leichten, seichten Glas rumzuhantieren, da bist du halt emotionell noch gar nicht da. Ne? Du brauchst jetzt erstmal sofort ein Bier. Und wenn man es noch schafft, ins Glas zu kippen, dann würde ich es halt irgendwie immer in ein bisschen dickeres Glas kippen. Weil das einfach so. Ja, weil du halt emotionell noch so aufgeladen, ne? Ich brauche jetzt ein Bier. Ne? Notfalls geht halt, sage ich dann auch immer aus der Flasche. Aber also wenn es ganz dringend ist, ne? Dann brauchst du nicht den Umweg übers Glas zu machen. Meistens kennt man sein Bier auch, aber es wird anders schmecken aus der Flasche als aus dem Glas. Und wir haben heute ganz viele Gläser hier stehen. Ich habe mir sagen lassen, das Behältnis, aus dem wir das Bier trinken, ist ein besonderes Steckenpferd von dir. Und in einem der vergangenen Bitcasts habe ich es schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, ist jetzt auch ein indirekter Vergleich mit Bier, aber für mich macht der Genuss eines Getränks, wie zum Beispiel Kaffee, für mich macht es einen Unterschied, ob ich aus einer schwarzen Tasse trinke oder aus einer weißen Tasse. Das ist verrückt. Aber eigentlich auch wiederum nicht, weil Menschen so ticken. Es ist immer alles sehr kontextabhängig. Ne? Das hast du gerade mit dem schweren Bierglas beschrieben. Wie weit geht dein Faible für die Behältnisse und für die Gläser? Und was macht das mit dem Bier, das darin eingefüllt ist? Also Bier ist ja, da fangen wir anders an. Das Glas ist ja Endeffekt der Übersetzer zwischen dem, was die Brauerei beabsichtigt hat, also in diesem Fall ja Bitburger beabsichtigt hat, was der Kunde schmecken soll. Und das wird ja transportiert über das Glas. Also ist quasi das Glas der Vermittler. Und als Vermittler sollte man idealerweise ja perfekt den Bierstil wiedergeben, den man halt gerade trinkt. Und deshalb gibt es auch mittlerweile so viele unterschiedliche tolle Gläser für die einzelnen Bierstile. Und in Deutschland sind wir ja noch nicht so weit wie zum Beispiel in Belgien, wo es halt nicht nur für die einzelnen Stile, sondern jede Brauerei hat ja sein eigenes Glas und nicht nur das eine Glas, sondern viele verschiedene Gläser für ihre Produkte. Und das finde ich so spannend. Also wenn wir irgendwann mal dahin kommen, das ist so mein Hoffnungsschimmer, dass wir quasi belgische Verhältnisse bekommen, was halt die Glasstilwahl angeht. Mhm. Und das halt eben auch in den Gaststätten. Also dass nicht nur das eine Glas ist, aus dem immer ein Bier ausgeschenkt wird, auch wenn es völlig unterschiedliche Stile sind. Das Ganze hat ja einen geschichtlichen Hintergrund. Also früher, das sieht man jetzt auch noch in alten Filmen, da war eher so der Tonkrug angesagt. Das war aber nicht der Anfang des Biergenusses. Wie fing das Ganze denn an? Also hat man früher Bier mit den Händen geschöpft oder? Ja, genau. Ja. Komplett richtig. Also ganz am Anfang, wie man halt auch eben Wasser geschöpft hat, hat man eben aus dem, Bier ist ja eher zufällig entstanden und das hat man halt mit der Hand abgeschöpft. Ne? Irgendwann hat man pflanzliche Trinkhilfen genommen, also Blätter, dann eben tierische, die Hörner sind ja auch hohl, ne? Also so fing es halt an. Und man hat sogar schon 1500 vor Christi
angefangen, das erste Glas herzustellen. Es war also nicht der Tonkrug, sondern es war wirklich das Glas. Das hat man im Mittelalter nur zwischendurch vergessen gehabt, wie Glas hergestellt wird. Das ist ganz witzig. Aber ja, okay, lustig. Ja, ich weiß gar nicht, ob man es vergessen hat, sondern man hat sich auch ein bisschen zurückbesonnen. Und ich meine, Glas war ja, die Glasherstellung war ja ein Luxusgut. Und warum denn nicht eben auch Holz nehmen? Ne? Holz war natürlich nicht so edel, logischerweise. Und Glas hat auch besser geklungen, weil im Mittelalter hat man ja auch angestoßen, weil also dieser Klang, dieses Klink bedeutete halt auch immer, ich habe das Geld, ein Glas zu haben. Ne? Mhm. Neben anderen Dingen, weswegen man angestoßen hat. Ne? Aber dieser Teil, ich bin reich, ich kann das, ne? Gehört halt auch mit dazu. Also das Glas war am Anfang irgendwann, haben wir jetzt auch am Tisch stehen, also ein Tonkrug. Jetzt so hier natürlich neueres Modell. Das ist gar nicht so lange her, dass Tonkrüge in Deutschland en vogue waren. Ne? Ich glaube, in den 50er, 60er Jahren hat man noch Tonkrüge gerne in der Kneipe bekommen, oder? Ja, also Tonkrüg ist ja auch immer noch im Süden Deutschlands gern genommen. Also eher für andere Bierstile, also helles, dunkles. Also eher dunklere, malzigere Biere werden eben aus dem Tonkrug getrunken, weil das ist ja auch richtig schwer. Ne? Ich meine, hier haben wir jetzt 0,3 bzw. 0,5 Liter Tonkrug. Und wenn man dann so einen Masskrug nimmt, ne, was man gerne auf dem Oktoberfest hat, da hat man halt eben sein richtig schweres Glas. Dann ist da ein ganzer Liter Bier drin. Wie die Bayern das machen, frage ich mich heute noch. Das ist unglaublich. Nach einem halben Ding bin ich weg. Da muss ich zwischendurch mich mal kurz auffrischen gehen. Heute in Bayern auch nicht mehr so, sind Tonkrüge auch gar nicht mehr so verbreitet. Ne? Das macht man mittlerweile alles mit Glaskrügen oder sind die da immer noch unterwegs? Also meistens sind es Glaskrüge, auch weil man mittlerweile per Gesetz, soweit ich das weiß, den Eichstrich, also man muss den Füllstand sehen können. Und wie macht man's, ne? Wenn halt in so einem Tonkrug das Bier gefüllt ist und hier innen drin bzw. außen ist dann halt der Eichstrich, dann wie macht man's, um genau zu wissen, dass eben der Wirt mich nicht betückt und mir zu wenig eingeschenkt hat? Also deshalb ist per Gesetz eigentlich vorgeschrieben, dass eben ein durchsichtiges Gefäß sein muss. Was macht denn ein Tonkrug mit einem Bier? Wo ist der Unterschied zwischen einem Bier aus einem Tonkrug und einem Bier aus einer Glasmass? Ich fange grundsätzlich an, wie man eigentlich auch die Sommelierarbeit macht. Sprich, mit dem Glas sieht man ja das Bier. Das heißt, die Farbe macht schon mal ganz viel aus, weil jeder Bierstil hat ja seine Farbe, ne? Also von ganz hell bis eben zu dunkelschwarz, ne? Oder fast schwarz, wie so ein Schwarzbier, so ein Porter, die sind ja richtig dunkel. Und dazwischen hat man halt eine wunderbare, ich sage mal, Ralfarbenpalette von jeglicher Nuance zwischen Gelb, Braun und Schwarz, ne? Alles da. Und wir, unser Auge ist schon, erwartet auch schon etwas. Sobald wir die Farbe des Bieres sehen, dann erwarten wir eine bestimmte Geschmacksrichtung. Also wenn wir so ein schwarzes, dunkles Bier im Glas haben, würden wir halt auch was Dunkles erwarten. Und wenn dann plötzlich so ein spritziges Premium-Pilz aus dem Glas hüpfen würde auf die Zunge, dann würden wir sagen, das stimmt was nicht. Ne? Also da ist halt die Einsortierung im Kopf. Mit der Farbe würde schon mal nicht passen. Also von daher ist also die Farbe eins der wesentlichen Elemente. Dann auch die wie der Schaum aussieht, ne? Das macht auch gleich etwas. Und jedes Glas erzeugt auch einen anderen Schaum. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen runden Rand hat, der erzeugt nicht so einen guten Schaum, als wenn wir einen relativ glatten, scharfkantigen Rand hat. Der erzeugt wunderbaren Schaum. Und unser Auge, also insbesondere halt in Deutschland, ist es so, dass wir sagen, wow, ein tolle Schaumkrone auf dem Bier, also insbesondere beim Pilsner, muss einfach sein. Ne? Das sieht dann richtig lecker aus. Ne? Gibt es einen besonderen, also für dich in einfachen Worten, Trick 17, wie gieße ich ein Bier korrekt aus der Flasche ein, damit die perfekte Schaumkrone entsteht? Da müssen wir nochmal einen vorhüpfen. Wir müssen sagen, wie das Glas muss halt entsprechend sauber sein. Das heißt, wenn da halt eben Fett, also wenn man vorher halt das Glas getragen hat, indem man halt den Daumen reingesteckt hat und dann eben
zu seiner Bierflasche getragen hat und dann das Bier einschenkt, dann kommst du keine gute Schaumkrone. Also es muss halt dementsprechend sauber sein, es sollten keine Spülreste sein. Idealerweise immer vorher ein Bierglas ausschwenken, schön kalt ausschwenken. Dann nimmst du halt die Reste, die vielleicht noch drin sind, die verhindern, dass der Schaum nach oben geht. Das war nur ein kurzer Einschub. Du warst gerade generell über die Biergläser und Farben und so weiter. Da warst du gerade dran. Aber das hat mich zur Erinnerung nochmal interessiert, damit wir hier auch nichts falsch machen, damit die perfekte Schaumkrone entstehen kann. Genau. Und dann haben wir... dann beim Einschenken ist am besten leicht schräg halten. Also wenn man jetzt aus dem Glas einschenkt, beziehungsweise eigentlich auch, wenn man ein Fassbier hat, ebenfalls leicht schräg halten, sodass das Bier am Rand des Glases reinlaufen kann. Und zum Schluss dreht man es nach senkrecht, nicht waagerecht. Sonst haben wir ein Problem. Genau, senkrecht hoch, um dann halt eben den Rest einzuschütten. Mhm. Ein gutes Bier braucht auch nicht 5 Minuten. Das ist ja schon wieder Schal. Also das kann man halt zügig einschenken. Vielleicht noch mit einer Schaumkrone, also einem Schluck noch nachdippen, damit man so eine wunderschöne Schaumkrone hat. Und man muss natürlich auch gucken, mit welcher Glasform man es zu tun hat. Ein paar haben wir ja vor uns stehen. Mhm. Was sehen wir denn hier so? Also den Pokal haben wir ja schon gehabt. Das Glas, aus dem du deinen Bitburger beim Anstoßen getrunken hast, wie nennt man das? Das ist ein Henkelkrug, ein kleiner, oder? Ja, das ist eigentlich sieht eigentlich genauso aus wie so ein Masskrug. Nur ein Mini. Nur ein Mini, genau. Noch haltbar für Frauenhände. Und dann habe ich auch einen Bierglas gesehen, das ist ganz spannend. Das sieht ein bisschen eher aus wie so eine Sektflöte. Ja, nur ein bisschen breiter. Ja, das nennt sich Kelch. Da hatte ich gestern Abend auch übrigens einen Bitburger draus getrunken, aus so einem Kelch, weil ich wissen wollte, wie es daraus schmeckt. Und was hat der Kelch mit dem Bitburger gemacht? Der Kelch hat das, ich fand, das war schön spritzig, erfrischend und passte in meinen Augen ganz wunderbar zu dem Bier. Mhm. Ja, weil ich hatte leider gestern Abend eben nicht den Bitburger Pokal zu Hause, weil den werde ich mir, glaube ich, mopsen und mit nach Hause nehmen, damit ich halt... Ach, vom Bitburger hört ja keiner zu. Ich denke, das ist überhaupt gar kein Problem. Dann haben wir hier so dickwandige Bierkrüge in verschiedenen, ja, Glasdicken, nenne ich es mal. Eins zum Eifelbräu Landbier von Bitburger. Da habe ich ja gerade von dir schon gelernt, dass diese schweren Biergläser vor allzu schnellem Bierkonsum ein bisschen schützen. Da trinkt man nicht allzu schnell draus, oder? Oder habe ich das völlig falsch verstanden? Nee, ein eindeutiges Jein. Also okay. Die Glaskrüge sind ja viel breiter. Mhm. Also das, die Art und Weise, wie du es auf die Zunge aufsetzt und auf den Mund aufsetzt, musst du den Mund relativ weit aufmachen. Und somit kommt ja auch mehr Bier rein in den Mund. Dadurch ist das Bier auch vollmundiger, wenn du es trinkst. Wenn du es aus der Flasche, das ist ja quasi das Spitzeste, ne, wie man trinken kann, da hast du einen ganz kleinen Aufsatzpunkt nur. Die Zunge geht nach oben und das Bier läuft relativ schnell über die Zunge rein in den Rachen. Ne? Das heißt, du hast gar nicht so viel Zeit zu probieren und zu schmecken und zack, ist es schon weg. Ne? Also deshalb sage ich halt, wie gesagt, immer aus der Flasche trinken, wenn es total nötig hast. Ne? Ansonsten doch noch irgendwie versuchen, ins Glas zu schenken, weil man sonst nicht so schnell schmecken es kann. Es wirkt auch einfach kultivierter. Ja. Und wir haben hier noch ein Glas, das kenne ich auch aus anderen Verköstigungen. Das ist von Craftwerk Brewing. Das erinnert mich natürlich eher an Weinglas. Ist ja auch ein, habe ich von einem anderen Biersommelier gehört, den Trick, wenn überhaupt nicht das richtige Biergefäß da ist, ein Weinglas tut's auch, aus dem man Bier trinken kann. Und diese Form erinnert mich natürlich daran. Gibt's für diese Bierglassorten spezielle Bezeichnungen oder nennt man sie einfach nur Bierweinglas? Also es sind meistens Tastinggläser, die natürlich ganz unterschiedliche Formen haben kann und jeder Hersteller hat eben spezifische Bezeichnungen. Bei Verkostungen werden die gerne genommen, ne? Ja. Weil du hast natürlich eine andere Handhabe, weil wir haben ein Glas mit Stiel. Ne? Mhm. Man fässt dieses Glas an, ich nehme es mal in die Hand, ich würde es direkt immer an den Stiel anfassen und ich habe auch immer einen kleinen Finger unterhalb des Aufsatzpunktes, damit es mir nicht wegkippen kann. Mhm. Also wenn ich nur alle Finger am Stiel habe, dann schwankt es zu viel. Ne? Insbesondere wenn ich hier 0,3 reinkippe, dann ist es schon schwieriger. Da muss ich ja schon richtig arbeiten, damit ich hier
bisschen meine Balance behalte. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, ne? Wie ist die Form des Glases? Ne? Ist es halt eher so ein Handschmeichler, also wie so ein so ein Krug, da kann ich halt auch meine Finger um den Henkel herumlegen und habe das dann richtig gut in den Händen. Schwenkt mir hier ein bisschen meine Finger ab. Aber es gibt halt auch welche, die aussehen wie so Whiskygläser. Ne? Das sind so richtig so Handschmeichler. Ne? Ja. Das kann für manche Bierstile geeignet sein. Es ist natürlich so, dass du dann sehr entspannt bist, wenn du dieses Bierglas in der Hand hältst, es wird natürlich auch schneller wärmer. Deshalb finde ich eigentlich, weil man bei Verkostungen mehr redet als trinkt, also idealerweise, dann etwas mit Stil zu haben, ist dadurch halt besser, weil du nicht das Bier halt nicht vorschnell anwärmst. Ich glaube, man bekommt auch so einen leichten intellektuelleren Touch, wenn man irgendwas mit Stil hat. Hier sind wir dann bei dem Bierglas. Sind wir dann eher so die Kategorie Irish Pub, würde ich sagen. Es erinnert mich so ein bisschen an Ciderglas und einem Weizenglas. Jetzt geht schon Richtung Willi-Becher. Das sind so die ursprünglichen. Wie heißt das? Willi-Becher? Willi. Okay. Ich weiß aber nicht, was der Willi mit dem Willi-Becher zu tun hat. Vielleicht war der Erfinder hieß so. Das weiß ich leider nicht. Muss ich mal nachgucken. Okay, aber das erinnert mich tatsächlich so, wie man in Großbritannien aus Pubs, da bekommt man solche Gläser. Ne? Genau. Genau, außer der große Unterschied bei den Pubs in England ist so, dass der Eichsprich ist ja immer sauber oben an der Kante. Und damit natürlich die Engländer das Bier auch bis oben hin, die befüllen das ja immer bis oben und dann streichen sie ja natürlich auch noch oben ab, damit man genau sieht. Ich musste schon mehrfach in England, war ich derjenige, der in die Bar gehen musste und das Bier holen, das ist manchmal ein ganz unmögliches Unterfangen, weil die das so randvoll kippen. Ja. Da finde ich die Deutschen viel besser organisiert, weißt du? Die haben sich nämlich vorher Gedanken drüber gemacht, der Eichstrich ist einfach da drunter, da kann nichts schief gehen. Ja, ich meine, ich hatte ja schon einiges über Schaum geredet und der Schaum ist im britischen Bier gar nicht vorhanden. Es wird teilweise anders gebraut, beziehungsweise hat auch nicht so viel CO2, aber der Schaum ist halt auch Geschmacksträger. Ne? Da sind halt die Eiweißstoffe, die Bitterstoffe, Gerbstoffe drin und die machen halt auch etwas. Das heißt, wenn ich halt mein Bier durch diesen bitteren Schaum trinke, habe ich ein anderes Geschmackserlebnis, als wenn ich den Schaum weglöffel. Ne? Müsste man mal zu Hause mal ausprobieren. Schaum weglöffeln, Bier trinken und dann das gleiche Bier im gleichen Glas, gleiche Temperatur mit Schaum trinken. Das ist bestimmt ganz spannend, weil also wenn jemand sagt, ich mag halt bittere Biere nicht und dieses Bier ist mir zu bitter, vielleicht mal Schaum weglöffeln. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Biergläser. Von der Maas haben wir auch schon gesprochen. Weizengläser. Es gibt auch das Kölschglas. Ne? Die sind dann eher so, es ist immer ganz lustig, jemanden aus Bayern im Kölner Raum zu sehen, wie er mit Kölschgläsern so klarkommt und sich fragt, okay, alles klar, also ich weiß, wo der Schnaps reinkommt, aber was machen wir denn jetzt mit dem Bier? Was macht denn so ein Kölschglas zum Beispiel mit dem Bier? Also Ich vergleiche jetzt mal zwei Bierstile. Also das ist so ein helles, ne? Trinkt man ja aus so Masskrügen. Ne? Also ein Liter helles ist halt auch nach einer normalen Trinkzeit, also nicht Mund auf und rein, also ich rede vom Genusstrinken, ist es halt nach 20 Minuten auch immer noch frisch und spritzig. Ein Kölsch in so einem Literglas hätte keine Freude. Ne? Also das Kölsch hat keine Freude und sind der Trinker auch nicht, weil das Kölsch halt auch nicht mehr so viel CO2 eingebraut ist. Ne? Das heißt, Kölsch schmeckt dann am besten, wenn es halt frisch genossen wird. Das heißt, deshalb gibt es halt einen kleinen Kölsch-Stangen mit 0,15 ist es, glaube ich, drin, 0,2. Also die wirklich die kleinen Stangen. Es gibt die auch, die haben ja versucht, mal ein bisschen größere Stangen einzuführen mit 0,3. Mhm. Besser 0,2, dann ist es frisch, dann ist es spritzig, dann läuft es gut. Und genauso ist es halt auch designt, dass es halt eben in solche Gläser passt. Es ist ja auch sehr dünnes Glas, also zerbrechlich, genauso fast wie das, weil es so leicht ist, ne, vom Geschmack her, genauso wie eben das. Da muss man aufpassen, wenn man so ein Glas in der Hand hat, wenn man niest. Das kann relativ schnell kaputt gehen dabei. Ja. Okay, das ist mir jetzt noch nicht passiert, aber es ist natürlich wichtig, dass wenn man anstößt beim Kölschglas, nicht oben, ne? Also jetzt nicht. Und nicht sonderlich feste, bitte. Sondern immer schön unten am Boden. Und so stößt man halt mit dem Kölschglas an, weil es halt einfach so dünn ist. Wo es viel solider geht, ist natürlich mit dem Bitburger Pokal. Außerdem waren die viel klüger, die haben schon von vornherein die Standardgröße 0,3 Liter gehabt. Da hat das alles hervorragend funktioniert.
funktioniert. Und ich teste jetzt auch gerade mal die Haptik. Das ist für mich eigentlich das perfekte Glas. Aber natürlich macht es einen Unterschied, welches Bier ich trinke. Quasi gibt es für jede Bierart das richtige Glas. Ich habe gerade schon gelernt, Craft-Biere gerne aus einem Verkostungsglas. Irgendein bayerisches Bier gehört in Maßkrug. Für denjenigen, der sich das traut, das Weizen aus einem Kölschglas trinken, das auf die Idee käme ich noch nicht mal. Also das ist für mich eines der Biere, wo es am klarsten verortet ist, woraus man das trinkt. Gibt es sonst noch irgendwelche No-Gos, die man mit Bier auf gar keinen Fall hinsichtlich der Gläser anstellen darf? Ich hatte ganz bisschen erzählt was über die Temperatur, also über das Fettfilm im Glas, also niemals reinfassen, auch nicht ein Glas mit einem Tuch auswienern, weil man dann denkt, das glänzt so schön, weil die Fusselreste verhindern halt auch, dass sich der Schaum bildet. Und man möchte. Wienert denn ein Glas aus? Das habe ich noch nie erlebt. Also auf die Idee bin ich privat noch nicht gekommen. Ich musste selbst neulich in der Gastwirtschaft jemanden darauf hinweisen, das nicht zu tun. Okay, alles klar. Nee, weil dann sieht es halt schön aus, wird halt, bevor man es hinhängt oder aufstellt oder vielleicht gerade nicht zu tun ist, dann wird Okay, alles klar, gut, ja. Und jetzt zum Beispiel ist die Temperatur halt auch wichtig, ne? Also die Temperatur, die dann das Bier haben soll, ne? Also das heißt, ein Weizenbierglas, ne? Das ist ja auch relativ lang und hoch, ne? Das heißt, man sieht einerseits, wie dort die CO2-Bläschen aufsteigen. Ne? Das sieht ja sehr, sehr schön aus. Und die transportieren jedes Mal Aromastoffe mit nach oben. Das heißt, wenn man halt ein Glas hat, was viel kleiner ist, nehmen wir mal der Kölsch. Also Kölschstange ist halt einfach so perfekt, weil es so das kleinste Glas ist, was man hat. Ich weiß auch nicht, was mit den Kölnern los ist. Da brauchst du mich gar nicht so angucken. Ja. und da hat man relativ kleinen Weg bis eben zum Rand. Da gehen nicht so viel CO2-Bläschen auf, wie halt eben an so einem langen Weizenbierglas. Ne? Ich würde mich würde auch mal interessieren, das sind ja auch klar verortet, sind da ja auch regionale Unterschiede. Ne? Also um jetzt nochmal von dem kleinsten anzunehmenden Bierglas zu sprechen, das wir aus dem Kölner Raum kennen, im direkten Vergleich mit dem, was ich in München teilweise so erlebe. Wie ist denn die Historie? Wie sind die denn darauf gekommen? Hat das was mit der bayerischen und mit der rheinländischen Mentalität zu tun? Oder sagt der Bayer sich einfach, naja, dann wollen wir doch mal gucken, wer hier das meiste verträgt. Ich weiß nicht. Also es ist immer wieder eine Überraschung, wie riesig die Dinger in München sind. Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht so genau beantworten kann. Es ist natürlich historisch gesehen eher, also ich komme ja aus Norddeutschland und da haben wir immer die Weißwurstgrenze genannt. Und die gab es quasi auch damals im Mittelalter für Bier und wie Bier gebraut wurde. Mhm. Das heißt, wir haben halt Bierstile, die halt ein bisschen wahrscheinlich hier noch Bitburger Raum und dann nördlich wurden halt mit Kräutern gebraut und südlicher wurde mit Hopfen gebraut. Ne? Also da so fing es ja eigentlich auch schon an, dass hier eine Trennung war in der Art und Weise, mit welchen Zutaten gebraut worden ist. Dass sich dann Dinge anders entwickelten. Der Bierstil Kölsch ist ja jetzt noch nicht so alt wie zum Beispiel ein Helles. Ne? Das hat auch etwas damit zu tun, wann, zu welchem Zeitpunkt trinke ich eigentlich mein Bier. Die Oktoberfeste haben auch was dazu getan, aber da bin ich jetzt keine Expertin, die tief in die Materie hier schon eingestiegen ist. Das ist ein bisschen, was ich noch brauche. Mr. Schönweiter, den Bitcast hören, wir finden bestimmt auch irgendwann mal einen Bierhistoriker, der uns diese Frage nochmal aus seinem oder aus ihrem Blickwinkel beantworten kann. Nehmen wir jetzt mal so ein paar Sachen. Fassen wir mal so ein paar Sachen zusammen, die wir jetzt bis jetzt schon gelernt haben. Also das Glas spielt eine Rolle beim Biergenuss. Wie ich das Glas pflege, spielt eine Rolle beim Biergenuss. Es gibt unglaublich viele verschiedene Glastypen. Was ist noch besonders wichtig aus dem Blick einer Biersommeliere, wie du es eine bist? Das, was auch wichtig ist, ist, ich hatte Gewicht vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Mhm. Und mit dem Gewicht geht ja auch die Stärke des Glases. Wenn wir zum Beispiel so einen Bierkrug nehmen oder so einen Maßkrug, der hat vorne ja einen viel breiteren Rand. Mhm. Dementsprechend hat man ein anderes Gefühl, wenn man das halt aufsetzt auf die Zunge. Ich finde es zum Beispiel unangenehmer. Ich würde nicht gerne aus so einem Glas trinken. Ich trinke zwar gerne Helles,
aber ich würde nicht eben ein helles aus dem Maßkrug trinken. Da würde ich eher immer meine Spezialgläser nehmen, meine Degustationsgläser, um die feiner sind von der Schwere her und vom Glasrand. Manche brauchen das. Die sagen halt, ich brauche so einen richtig schweren Glasrand, ne? Also dass ich das Gefühl habe, ich setze was auf den Mund. Ist aber auch stimmungsabhängig. Es hängt davon ab, was man macht. Also wenn man irgendwie so einen romantischen Abend zu zweit mit einem Bier machen möchte, dann weiß ich nicht, ob jetzt zwei Maßkrüge also das erste Mittel der Wahl sind. Da wäre ich dann eher bei so einem Verkostungsglas. Aber wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, mit Freundinnen und Freunden eine Sportveranstaltung im Fernsehen gucke, dann darf es auch mal ein Maßkrug sein. Für mich aber dann auch ein kleiner. Ich denke, es ist auch ein bisschen situationsabhängig, oder? Definitiv. Also das es ist halt ist genau richtig. Einerseits, in welcher Stimmung befinden wir uns? Welchen Bierstil habe ich, ne? Und dann natürlich eben, in welches Glas kippe ich das rein. Dementsprechend sind da so viele verschiedene Faktoren, aber insbesondere diese Stimmung, ne? Also manchmal ist es ja so, dass Leute ihr Lieblingsbier entweder in den Urlaub mitnehmen oder aus dem Urlaub mitbringen. Und da haben wir schon das erste Fauxpas, weil wir haben eine ganz andere Stimmung im Urlaub. Entweder wenn wir im Urlaub sind, dann sind wir so entspannt und der ganze Körper besteht ja aus Muskeln, auch die Zunge. Und die Zunge ist dann auch entspannter. Das heißt, wenn man dann das gleiche Bier entspannt trinkt, schmeckt das ganz anders, als wenn ich das zu Hause, ich komme von der Arbeit, stand vielleicht noch im Stau, bin angespannt, geht die Zunge nach oben und ich habe vielleicht auch noch ein anderes Glas oder trinke direkt aus der Flasche, dann schmeckt das viel süßer. Und es rutscht ja viel schneller eben über den Mundraum in den Körper. Und dadurch schmeckt es halt ganz anders. Und plötzlich sagt man, was ist denn mein Lieblingsbier? Ne? Oder im Urlaub sagt man, was ist mein Lieblingsbier? Ne? Das kann doch nicht sein. Ne? Das schmeckt ganz anders. Mhm. Deshalb sollte man eben die Stimmung, in der man halt ist, wirklich nicht unterschätzen. Und was ich auch gelernt habe, wenn ihr euer Bitburger Premium Pilz zum Beispiel ab und zu mal neu erleben wollt, variiert doch gerne einfach mal die Biergläser. Das kann doch auch eine Chance sein, immer wieder mal sein Bier neu zu entdecken. Ich habe ja mal gelernt, im Prinzip ist ja alles erlaubt. Klar, die ein oder andere Konvention wird es geben, aber wieso nicht mal über Bord werfen? Wieso es nicht mal versuchen, das Bitburger Premium-Pilz mal nicht aus dem Kelch zu trinken? Warum nicht? Vielleicht erlebt man eine Überraschung. Anja, aber zum Schluss natürlich noch die Frage, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, was ist eigentlich dein persönliches Lieblingsbierglas? Also das, wo ich bisher draus getrunken habe, was ich halt auch optisch total schön finde. Ich bin ja so ein optischer Mensch, ne? Also ich bin auch so ein Schaufenstershopper. Das heißt, ich sehe etwas und dann finde ich es toll, ne? Dementsprechend, was ich mal gesehen habe, schon immer richtig toll fand, war ein Kutscherglas. Das sind Belgien stammend, Niederlande stammend, ein Glas, was ganz rund ist unten. Mhm. Und deshalb kann man es nicht hinstellen. Also braucht man ist ein bisschen geformt wie ein Weizenbierglas, aber wie gesagt, unten ganz rund. Deshalb braucht man einen separaten Ständer, um dieses Kutscherglas einzuhängen. Und das finde ich halt total schön. Kutscherglas? Weil ganz früher die Kutscher mit ihren Pferdewagen an den Tavernen angehalten haben, um Bier zu trinken. Und häufig sind sie gar nicht abgestiegen, entweder weil sie zu wertvolle Fracht hatten oder keine Zeit hatten. Also haben sie ihr Bier direkt an den Kutscherbock geschickt bekommen, damit sie brauchten ja auch ihre Hände frei. Also gab es extra eine Halterung eben für den Kutscher. Ne? Und deshalb nannte sich das halt eben Kutscherglas. Und das war halt unten ganz rund. Aber da musste man noch etwas haben, um das habe ich gerade richtig verstanden, dass man das vernünftig hinstellen konnte, weil sonst stelle ich mir das recht unpraktisch vor. Ne? Nee, genau, eben. Ne? Also klar, oder vielleicht so ein Kutscher-Intelligenztest, ne? Also dass man einfach mal so, ich stelle mal hin, gucken, was passiert. Oh, ist schon wieder weg, tut mir leid. Ja, nee. Nochmal. Nee, das ist wirklich zum Einhängen ein Holzgestell und da kann man das Kutscherglas einhängen. Das ist also mein derzeit absolutes Lieblingsglas, was ich halt sehr, sehr schön finde. Aber bisher noch nicht in meinem Besitz. Das muss ich also auch noch mir aneignen. Falls mir ein Kutscherglas über den Weg laufen sollte, sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Mhm. Anja Kober-Stegemann heute zu Gast im Bitcast. Und du hast es gerade eben schon gesagt, als Biersommeliere begleitest du Unternehmen, machst auch viele Veranstaltungen. Mhm. Wo können dich denn unsere Hörerinnen und Hörer demnächst mal erleben? Ich selber mache
wenn es halt eben für Privatpersonen sind, bin ich halt, arbeite ich mit einem kleinen Tasting-Haus zusammen in Wensberg. Und dort findet man mich relativ regelmäßig, sage ich mal. Ich gebe auch Frühschoppen. Also diejenigen, die halt, sag ich mal, am Freitag, am Samstag nicht Bier trinken können oder mögen, sondern nach der Kirche. Deshalb haben wir jetzt auch einen Frühschoppen gemacht, so wie es gehört. Ne? Früher ist man in die Kirche gegangen und dann ist man Bier trinken gegangen. Das findet man auf meiner Webseite. Sag mal kurz. Ja. www.die-biersommeliere.de. Ah, das kann man sich gut merken. Hm? www.die-biersommeliere.de. Genau. Da könnt ihr euch mal anschauen, was die Anja Kober-Stegemann sonst noch so macht. Und auf bitburger.de gibt es natürlich alle relevanten Infos rund um Bitburger. Und wenn ihr Hinweise und Themenvorschläge oder auch Fragen für den Bitcast habt, dann schickt uns das gerne über Facebook, Instagram oder den Bitburger Live-Chat auf unserer Webseite mit dem Stichwort Bitcast. Schreibt uns und wir schauen, dass wir hier alle Anregungen und Anfragen auch recht schnell beantwortet und abgearbeitet kriegen. Anja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch jetzt mal durch dich einen neuen Blickwinkel auf Biergläser zu bekommen und wie wichtig die sind am Ende für den Biergenuss. Und ich nehme es jetzt einfach mal mit, das hast du so wortwörtlich gar nicht gesagt, aber wir müssen es dann nochmal betonen, der Pokal ist ja schon das, ist ja schon die gute, also eigentlich so der beste Kompromiss aus allen, oder? Also ist auf jeden Fall stabil genug, er ist nicht zu schwer, nicht zu leicht. Man kann ihn sehr kultiviert halten, ja, wie ein Weinglas. Man kann ihn aber auch mit beiden Händen umschließen, je nachdem, wie die Tageslaune gerade so ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein fröhliches zum Wohl. Und ja, schaut auf der Homepage von Anja vorbei und schaut euch mal an, wann ihr sie mal so erleben könnt. Danke, dass ich dabei sein durfte. Prost!